Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück in unserem Wildlife Park. Und ihr seht schon, hier tümmeln sich wirklich viele Dinosaurier schon auf unserer Ebene. Vorne schläft auch ein Alu ist das. Angel schläft hier. Da hinten sind die ganzen Pflanzenfresser. Ah, das ist schon schön. Das wird schon mega, mega nice werden. Ihr seht ja, wie viele hier schon auf dieser Ebene sind. Das soll auch alles hier so ein bisschen offener bleiben. Und ja, vielleicht so die... Ja, ein paar Bäumchen werde ich hier schon an dem See machen, aber ich werde das nicht so dicht machen. Also es wird alles so ein bisschen offener bleiben, damit man auch gut die Dinosaurier dann zu Gesicht bekommt. Aber mir ist vorhin mal eine Sache aufgefallen. Und zwar, ich habe vorhin mal in dieser Sicht geguckt und mir so ein bisschen Gedanken dazu gemacht, wie wir den Park dann denn hier gestalten können. Und das ist mir aufgefallen, ich habe ja am Anfang hier diese Einschienenbahnstation deaktiviert. Und dann habe ich mich gefragt, wie kommen bitte, weil hier kommen ja die Leute an, aber wie kommen denn die Leute bitte hier hinten hin? Weil hier sind ja auch Leute unterwegs. Und da hinten auch. Weil der einzige Weg ist ja eigentlich über die Einschienenbahn, aber die ist ja irgendwie ausgeschaltet. Also, komisch, komisch. Ich weiß echt nicht, wie die Leute es geschafft haben, da hinzukommen. Aber ich würde sagen, wir aktivieren die jetzt mal. Und ja, anscheinend macht das sowieso keinen Unterschied, ob man eine Einschienenbahn hat oder nicht. Wahrscheinlich würden sogar hier Leute rumlaufen, wenn ich gar keine Einschienenbahn, ja, besitzen würde. Mega komisch, oder? Also keine Ahnung. Aber wir werden jetzt uns wieder an die Arbeit machen und dann schauen wir mal, was wir als nächstes machen werden. Ich habe mir, wie gesagt, vorhin ein bisschen den Park so angeguckt und einen kleinen Plan gemacht. Und ich habe mir überlegt, wir müssen ja irgendwas hier hinten noch in dieser Ecke machen. Und da habe ich mir überlegt, dass wir hier so einen kleinen Weg entlang des Randes machen. Und dann hier vielleicht einen Beobachtungsturm und hier. Und dann können wir hier vielleicht nochmal so einen, ja, einen See oder irgendwas machen, Futterspender, was die Dinosaurier anlockt. Dann haben wir hier nochmal so einen kleinen Bereich für die Dinosaurier. Und ansonsten würde ich fast nur noch hier oben in diesem Bereich irgendwas machen für die Menschen. Und dann hier hinten können wir auch nochmal irgendwas für die Dinosaurier machen. Und viel mehr würde ich für die Menschen, glaube ich, gar nicht bauen, weil sonst wird mir das einfach zu viel. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal hiermit an. Ich entferne mal eben erstmal das Wasser und die Bäume und dann schauen wir mal weiter. So, das Ganze hätten wir soweit fertig. Und dann müssen wir mal schauen, dass wir jetzt hier den Weg einigermaßen vernünftig hier am Rand entlang kriegen. Wir müssen den Weg nicht ganz am Parkrand bauen, logischerweise. Also wir könnten ja auch hier bauen direkt. Aber das geht nicht, weil das hier so ein bisschen schräg nach unten geht, falls ihr das hier seht. Deswegen müssen wir hier oben auf jeden Fall bauen. Aber dafür müssen wir als allererstes mal eben hier die Strecke nochmal entfernen ein wenig. Weil die wird uns sonst im Weg sein. Und dann können wir anfangen, hier vorne den Weg abgehen zu lassen und in einer geschwungenen Kurve dann so an den Parkrand zu führen. Das hier entferne ich auch nochmal eben, die Bäume. Und da müssen wir mal eben gucken. Natürlich ist jetzt hier der Zaun offen und die Dinosaurier sind eine vermeintliche Bedrohung, aber ich denke mal, da wird keiner kommen. Die sind ja alle hier hinten in dem Bereich. Also das sollte, denke ich mal, passen in der Zeit, wo ich das jetzt hier bearbeite. Dann schauen wir mal eben, wie wir das genau machen. Also ich würde sagen, ich führe hier den Weg hin. Und dann können wir hier so schön geschwungen den Weg entlang führen. Wäre eigentlich ganz schön, wenn das hier noch so ein bisschen verbreitert wäre und dann so übergehen würde in den Weg hier. Das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt hier. Na? Also passt das schon, denke ich. Wo ich weiß nicht, ob mir das nicht schon zu breit ist. Wir machen das nochmal eben. Ich glaube, so ist das eigentlich ganz cool. Dass dann das Stück ab dem Zaun schmaler wird. Sieht denn das aus? Ja, kann man auf jeden Fall machen. Und dann müssen wir natürlich hier... Den Zaun können wir dann sogar hier weglassen auf dieser Seite. Fällt mir gerade mal ein. Den brauchen wir überhaupt nicht mehr. Aber wir können dann hier den Zaun bis zu der Kante hier führen. Der kommt dann ja an dem Weg entlang. Wir führen jetzt erstmal den Weg da entlang, würde ich sagen. So, müssen wir eben schauen, dass wir hier das vernünftig machen, ohne dass der Weg zu sehr abfällt hier. Ist gar nicht mal so einfach. Der Baum hier versperrt mir auch die Sicht. Aber der wird gleich verschwinden, wenn ich den Weg ziehe. So, hier bin ich schon zu abtrünnig. Seht ihr das? Ich will halt nicht, dass der Weg zu sehr hier schräg nach unten geht, aber das liegt daran. Ich kann hier auch nicht weiter nachglätten, weil ich hier schon so nah wie möglich rangegangen bin. Das mache ich mal eben hier vernünftig.
So, der Weg ist hier jetzt einigermaßen vernünftig. Der Baum hier ist sogar geblieben. Das freut mich eigentlich. Und jetzt müssen wir den Weg hier einmal runterführen. Ich habe das schon mal so ein bisschen grob geglättet. Müssen wir gleich wahrscheinlich nochmal ein bisschen überarbeiten. Müssen wir jetzt mal gucken. Natürlich müssen wir jetzt hier wieder möglichst nah an den Rand gehen. So. Ah, das ist doch schon eigentlich recht vernünftig hier. Vielleicht hier noch ein bisschen zu steil. Das können wir aber gleich nachglätten. Und dann kommen hier unten in diesen Bereich zwei Türme hin. Die platziere ich jetzt als allererstes mal eben. Und zwar, ja, wir wollen sozusagen die Sicht dann auf den Bereich, wo jetzt der Kegel hin zeigt. Also, ich glaube, so ist ganz gut. Und den hier mache ich nochmal so hin. Ich weiß nicht, wie weit ich hier rüber gehe. Ich glaube, ich gehe sogar ein ganzes Stück hier rüber. So. Und dann werde ich hier das Ganze mit einer kleinen Wegfläche noch verbinden. Hier mache ich das nochmal eben vernünftig. Als nächstes kommt dann hier natürlich wieder so eine größere Wegfläche hin. Dafür machen wir aber als allererstes mal eben den Zaun, weil den werden wir zur Orientierung auf jeden Fall brauchen. Müssen wir mal schauen, dass wir das hier einigermaßen vernünftig mit einer guten Kurve rüberkriegen zu dem anderen Turm. So, das ist, denke ich, ganz gut. Und dann können wir hier den Zaun schon an den Parkrand führen. Machen wir mal so, geschwungen. Und hier wird dann der Zaun logischerweise später am Weg entlang laufen. Mach schon mal so ungefähr. Und der Rest hier wird dann Wegfläche werden. Ich frage mich ja, ob wir hier noch vielleicht einen Schutzraum unterkriegen. Würde sogar platztechnisch passen. Aber das wäre optisch wahrscheinlich nicht so nice. Gehe ich jetzt mal von aus. Oder? Wir könnten natürlich hier auch so eine. Ah, ich glaube, das machen wir. Ich glaube, wir machen hier so eine kleine Eindellung rein in den Zaun. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier versuche, mittig. Mach mal so. Aber wir machen uns mal kurz als Orientierung, bevor ich das jetzt mache. Setzen wir uns mal einmal das Gebäude hier hin. Dann sehen wir, wie breit das ungefähr ist. Also, dass das dann. Ja, so ist ungefähr die Mitte. So kommt das dann da rein. Und dann können wir mal eben uns hier ein paar Markierungen setzen. Ja, die passt ja schon mal ganz gut. So. Und so ungefähr. Und dann können wir schon mal hier dieses Stück entfernen. Und jetzt können wir das Gebäude mal eben vernünftig einsetzen. Weil so ein Schutzraum kann hier auf jeden Fall nicht schaden, denke ich. So, dann setzen wir den mal eben rein. Ja, wir gehen gar nicht so weit rein, so zur Hälfte ungefähr. So. Und jetzt können wir das nochmal vernünftig machen hier. Jetzt können wir die Zäune auch eigentlich nochmal neu ziehen. Eigentlich total doof. Macht jetzt ja keinen Unterschied mehr. Machen wir ungefähr so. Und ungefähr so. Eigentlich würde das ja schon reichen. Obwohl, nee, nee, nee. Mein Plan geht nicht auf. Ich habe mir gerade überlegt, eigentlich würde das ja schon reichen, wenn ich die Zäune so an das Gebäude ranmache. Um die Dinosaurier abzuhalten, wird das sicherlich reichen. Aber ihr werdet gleich sehen, wenn das Gebäude fertig ist. Das würde optisch absolut keinen Sinn ergeben. Weil noch ist da natürlich eine dicke Wand, aber die wird da gleich nicht mehr sein. Wir machen hier auf jeden Fall diesen dickeren Zaun. Finde ich eigentlich immer ganz schick. So. Und so. Oh, hier bin ich ein bisschen zu weit gegangen. Das war nicht beabsichtigt. So, jetzt seht ihr, ja gut, bei dem Gebäude geht das sogar, also hier. Aber das wäre trotzdem nicht sicher, ne? Also wenn man nur hier so ein kleines Stück, ich weiß nicht, was soll denn das sein, auch Zaun oder sowas hat, ne? Das würde ja ein Dinosaurier nicht aufhalten. Aber ich finde, oh, das ist doch eigentlich ganz schick. Kann man auf jeden Fall so machen. Finde ich cool. Und dann fangen wir an, hier ein bisschen Wegfläche zu ziehen. Wir machen mal den ersten Turm so ein bisschen gemeinsam. Ich meine, ihr kennt das ja sicherlich schon, das habe ich ja schon zu Genüge gemacht hier, um so einen Turm herum gezeichnet. Immer ein bisschen länger ziehen, dann ist es einfacher. Mit etwas Übung ist es auch gar nicht mehr so schwer. Die schwerste Stelle ist immer hier diese Schräge, da den richtigen Winkel zu kriegen. Aber das ist, kriegt man dann auch irgendwann hin. Aber ist natürlich jetzt hier doof, dass ich. Ah, passt aber. So, zack.
Jetzt habe ich sozusagen schon die Fläche um den Turm herum ausgezeichnet. Vielleicht kriegen wir jetzt hier noch die Kurve einigermaßen hin. Baukosten verbaut. Vielleicht sollte ich erst den Weg bauen und dann den Zaun. Machen wir mal eben so. Und dann hier den Zaun ziehen. Na, hier machen wir wieder den anderen Zaun. Durchsichtigen. Na, ich glaube, wir müssen einmal hier bis zur Hälfte gehen. Und dann das restliche Stück machen wir mal von dieser Seite aus. Ja, geht natürlich nicht. So geht's. So ist es auch perfekt. Genauso wollte ich es haben. Und dann werde ich hier die Wegfläche einmal vernünftig entlang gehen lassen. Hier mache ich das gleiche Spiel und dann bringe ich euch zurück. So, die Grundform ist schon mal fertig soweit. Natürlich müssen wir den Weg gleich hier noch bis zum Ende ziehen, aber das sollte recht schnell gehen. Das können wir auch gemeinsam machen. Eine Sache habe ich leider nicht so hinbekommen, wie ich es gerne hätte. Und zwar seht ihr das. Hier ist noch so eine kleine, ja, so eine kleine Lücke zwischen, wo ich keinen Weg ziehen konnte. Aber das war auch auf Biegen und Brechen nicht möglich, das irgendwie anders zu regeln. Ich habe wirklich alles versucht. Ich habe hier den Zaun entfernt. Ich habe hier angefangen mit den Wegen. Ich habe so viel versucht, aber es ging einfach nicht. Und ja, jetzt letztendlich habe ich mich damit abgefunden. Soll uns jetzt nicht weiter stören. Das wird wahrscheinlich später gar nicht großartig auffallen. Gehe ich mal von aus. Hier machen wir mal das Stück weg. Und dann würde ich sagen, lassen wir den Wegverlauf so, wie er jetzt ist. Füllen die Fläche mal eben schnell gemeinsam aus. Und dann sehen wir hier schon das fertige Ergebnis. So, so. Man könnte bei solchen Wegflächen auch immer überlegen, ob man hier noch so einen kleinen Brunnen einbaut. Ihr wisst ja, was ich damit meine. Habe ich ja auch schon öfter verwendet in meinen Projekten. Aber ich glaube, die Fläche hier ist ein wenig zu klein dafür. Also kommt das hier wohl nicht in Frage. Füllen wir das Ganze einfach ganz stumpf aus. Wird, denke ich, auch ganz cool dann aussehen. So. Und ihr seht, dieses kleine Stück hier vorne, das fällt so gut wie gar nicht mehr auf. Nur wenn man ganz nah rangeht. Aber ja, passt schon. Jetzt gucken wir mal, ob wir da noch ein paar Bäumchen hinterkriegen. Das wäre auf jeden Fall nice. Ah, natürlich so gut wie gar nicht. Na super. Schade. Das sieht jetzt ein bisschen kahl hier aus, aber gut. Können wir jetzt nicht ändern. Vielleicht kriegen wir hier auf die Seite noch den ein oder anderen Baum. Das würde ja auch schon helfen. Na, auch nicht wirklich. Ich würde sagen, ich ziehe jetzt hier den Zaun nochmal eben entlang und dann schauen wir mal, wie das Ganze dann im Endeffekt aussieht. Auch hier bringe ich euch für das letzte Stück mal eben zurück. Das sollten wir auch gemeinsam hinkriegen. So. Und das letzte Stück. Ah, so eine kleine Biegung wäre nicht schlecht. Ganz leicht. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Ja, genau so. Und dann haben wir das eigentlich schon recht gut hinbekommen. Jetzt dürfte hier kein Dinosaurier mehr durchkommen, soweit. Nee, das sieht gut aus. Und von der Optik her geht das, denke ich, auch klar. Das sieht eigentlich ganz cool aus, so. Ja, gefällt mir. Ist echt schade, dass wir hier keine Bäume mehr hinterkriegen, aber das können wir leider jetzt nicht mehr ändern. Wir könnten hier natürlich den Weg etwas verkürzen und dann könnten wir da eventuell Bäume hintermachen. Ich kann das mal eben kurz ausprobieren. Ja, Leute, ich habe das jetzt gerade mal ausprobiert. Ich gehe da aber gleich erstmal drauf ein. Wir haben nämlich gerade ein Notfall bzw. Problem. Und zwar, meine Dinosaurier sind einfach hungern. Ich glaube, ich hatte einfach zu wenige Futterspender. Und wir müssen jetzt mal ganz schnell mit einem Ranger-Team los. Und müssen da mal eben hin. Ich weiß nicht, ob wir denen helfen können, wenn die am Verhungern sind. Eigentlich müssen sie doch dann einfach nur was essen, aber ich glaube, die sind schon bewusstlos. Eieiei. Oder? Schläft der einfach nur? Also ich habe schon mehrere Futterstationen gerade nachträglich gebaut. So, den heilen wir mal eben. Zack. Zack. Steh auf und futter, Junge. So, wer ist hier noch betäubt? Oder wer ist hier noch am Verhungern? Nein, toter Dinosaurier! Oh Gott, jetzt geht's hier drunter und drüber. So ein Mist. Hier, der Stegosaurus ist gestorben. Ganz uncool, Leute. Den müssen wir gleich auf jeden Fall neu machen. Und keine Sorge, derjenige, der den Stegosaurus den Namen verliehen hat, ich werde den nächsten Stegosaurus auch so nennen. Das ist mein Fehler. Ich weiß jetzt nicht, welcher hier... Warum wird mir das nicht angezeigt, welchen das nicht gut geht? Keine Ahnung. Ich baue jetzt einfach den hier einen rein, wenn ich den treffen würde. Ey! Ganz ruhig, Junge. So, wer ist denn hier noch Lowlife? Das ist da vorne. Und da hinten auch noch. Ach du Schande.
Ah, das hätte ich natürlich nicht gedacht. Okay. Der hat sich auch schon bewusstlos hingelegt. Das heißt, bei ihm ist es wirklich dringend. Der Allosaurus, er scheint gar nicht erfreut darüber zu sein, dass wir hier mit unserem Jeep rumfahren. Aber nützt ja nichts. So, jetzt müssen wir nochmal schnell auf die andere Seite. Ja, wie gesagt, Futterspende habe ich jetzt schon einige hier hingespammt. Ja, durchs Wasser fahren war vielleicht nicht so klug. Und ihr seht schon, da hinten fressen sie jetzt auch schon. Der eine liegt aber bewusstlos. Ich hoffe, der stirbt jetzt nicht noch. Das wäre sehr schade. Wer verfolgt uns denn da schon wieder? Ich kann gar nicht nach hinten gucken. Ja, die beiden Alus verfolgen uns. Die sind richtig wütend auf uns, aber ja gut. Wir müssen ganz schnell zu dem Gallimimus. Das wird unbedingt helfen. Lasst uns in Ruhe. Nein. So, auch den healen wir ganz schnell. So. Futter dich satt. Junger Gallimimus. Ich mache zur Sicherheit von den kleinen Futterspendern lieber nochmal zwei hin. Ich habe jetzt wirklich viele gemacht. Ich kann euch das mal eben zeigen. Ja, ihr seht schon. 1, 2, 3, 4, 5 haben wir jetzt. Das sollte auf jeden Fall reichen. Ach Mist, das hätte ich gar nicht gedacht, dass das so endet. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall einen toten Stegosaurus hier. Ach, die Stegosaurus hatten ja noch gar keinen Namen. Leute, umso besser. Stimmt. Den habe ich noch gar keinen Namen gegeben. Okay. Wir machen aber auf jeden Fall gleich mal eben einen neuen Stegosaurus. Oh, frisst er den jetzt? Das wäre jetzt aber makaber. Tatsächlich. Angel kennt da nix. Ja gut, wir machen auf jeden Fall einen neuen Stegosaurus. Der hier wird weggebracht. Das war, glaube ich, ein grüner. Ich weiß nur leider gerade nicht mehr, welcher genau die grüne Farbgebung hatte. Wo haben wir ihn denn? Stegosaurus. So, da ist er. Na, wir machen mal. Ja, Regenwaldmuster, das ist immer schön. Brüten wir mal aus. Und ja, hatte zum Glück noch keinen Namen, deswegen ist keiner von euch gestorben. So, und dann machen wir weiter. Ich wollte euch gerade sagen, warum das hier mit dem Wegen. Also ich habe es ausprobiert. Ich müsste hier wirklich 2 Wegbreiten abnehmen, damit hier hinter vereinzelt Bäume kommen. Also das heißt, ja, 2 Wegbreiten könnt ihr ungefähr einschätzen, so wie ich mit der Maus zeige. Und das würde einfach nicht aussehen. Dann würden hier wirklich so 1, 2, 3 Bäume hinter sein. Und das lohnt sich einfach nicht. Deswegen lassen wir das einfach mal so. Kann man an sich, denke ich, auch mal so machen. Und als nächstes wenden wir uns dann diesem Bereich zu. So, los geht der Spaß. Als erstes müssen wir hier mit dem Landschaftstool auf jeden Fall ran. Wir müssen das Ganze ein wenig hier von der Höhe und so gestalten. Soll ja auch natürlich aussehen. Wenn wir gleich den See machen, wird das natürlich ein bisschen kritisch. Aber wir müssen hier auf jeden Fall absenken, dass wir hier einen vernünftigen Übergang zu der anderen Höhe hinkriegen. Wir arbeiten gleich ganz viel mit dem Glätten-Tool, dann wird das auch vernünftig aussehen. So. Schön überpinseln. Und dann einmal das Glätten-Tool. Der kleine See oder Tümpel oder was auch immer, wie wir das nennen wollen, der wird sowieso gleich hier das Ganze nochmal ein bisschen verändern. Ich mache nur gerade mal die grobe Richtung, dass es vernünftig aussieht. So. Und dann machen wir hier so einen kleinen See hin. Meint ihr, das reicht schon? Wir können hier noch so ein Becken machen, ein bisschen erhöht. Kann man, denke ich, mal so machen. Und dann machen wir gleich hier noch ein paar Bäumchen hin. So wird es halt noch ein bisschen kleiner, aber glätten wir auf jeden Fall über. Auch hier. Okay. Super. Und hier kommen auch auf jeden Fall Futterstationen hin. Ich würde fast sagen, dass wir auch hier ja eine Futterstation oder einen Futterspender für kleinere Pflanzenfresser hinmachen. Wir könnten ja auch einen Fleischfresser-Futterspender hinmachen. In der Hoffnung, dass hier mal der eine oder andere vorbeikommt. So, und dann, würde ich sagen, machen wir hier ein bisschen Wald noch hin. Wollen auch hier nicht mit zu viel Wald arbeiten. Aber auch nicht zu wenig. Wir können nicht alles so offene Ebene mäßig machen. Das ist auch nicht cool. So. Die Sicht wollen wir natürlich auch nicht verdecken. Auf keinen Fall. Ich würde auch hier sagen, dass wir hier mit so einem kleinen Waldstück diesen Bereich abgrenzen. Das ist dann so ein einzelner Bereich. Sieht doch schon eigentlich ganz cool aus. Dann kann man sozusagen hier so durchkommen. Ja, das gefällt mir.
noch den einen oder anderen Busch hier hin. Und dann sollte das an sich schon passen. Hier können wir auch noch ein paar Bäume hinmachen. Super, und dann haben wir diesen Bereich schon fertig. Das ging recht schnell, sieht doch nice aus, gefällt mir auf jeden Fall. Oh, unser Stego ist fertig, den lassen wir mal eben frei. Der Ersatzstego ist sogar die richtige Farbe, also auch der grüne. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich in so einem Aufbauprojekt einen toten Dinosaurier verzeichnen musste. Eieiei. Wildlife Park gone wrong. Aber jetzt haben die hoffentlich ausreichend Futterspender. Aber sollte eigentlich. Okay, der Bereich ist fertig. Diesen bergigen Waldbereich, den werde ich auch auf jeden Fall noch überarbeiten. Den können wir so nicht lassen. Weil das ist einfach nur pure Platzverschwendung, so denke ich. Ich würde fast sagen, dass wir jetzt mal hier ein paar Dinosaurier rüberbringen, oder? Wir könnten auch neue Dinosaurier hier hinsetzen, die wir gleich ausbrüten werden am Ende der Folge. Ja, das könnten wir, glaube ich, sogar. Ja, das machen wir so. Ja, der Bereich ist, wie gesagt, fertig. Und jetzt würde ich sagen, widmen wir uns den neuen Dinosauriern für diese Folge und natürlich den Namen der Dinosaurier, die wir in der letzten Folge freigelassen haben. Kommen wir nun zu der Namensvergabe von den Dinosauriern, die wir letzte Folge freigelassen haben. Da hatten wir ja 5 Stegosaurier und 2 Keratosaurier, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt hier bei den Stegos an. Die befinden sich hier gerade alle in meinem Sichtfeld. Und der erste ist Bex geworden. Der zweite und das Alpha-Weibchen somit ist Stella geworden. Der dritte ist Stegi 2. Und weil wir ein Stegi 2 haben, haben wir auch ein Stegi 1. Der steht hier vorne. Und zu guter Letzt haben wir dort einmal Mira. Also sehr schöne Namen. Vielen, vielen Dank für die tollen Namensvorschläge. Und ja, jetzt sieht man gerade ganz schön die 5 Stegosaurier. Wirklich tolle Dinosaurier, mag ich sehr, sehr gerne. Und dann würde ich sagen, kommen wir auch schon direkt zu den Keratosauriern. So, da sind die beiden Keratosauriern und die heißen einmal Brody oder Browdy und Bruno. Vielen, vielen Dank auch für die tollen Namensvorschläge. Hat mich sehr gefreut, dass ihr wieder so fleißig Kommentare geschrieben habt. Und jetzt kommen wir gleich zu den neuen Dinosauriern in unserem Park. Die brüten hier gerade schon fleißig aus. Wir können mal gucken, wie weit die sind. 61% und auch ungefähr 60%. Ihr habt schon gesehen, 4 Brachiosaurier lassen wir heute frei. Und ich würde sagen, ich warte mal eben, bis die fertig sind und dann lassen wir die gemeinsam frei. Die Brachios sind fertig und ihr seht schon, hier haben sich eine Menge Menschen eingefunden, um sich das Spektakel anzugucken. Und wir werden uns das jetzt gemeinsam anschauen. Ach, das ist immer ein tolles Bild mit dieser tollen Musik. Ach, herrlicher Dinosaurier. Auch einer meiner Lieblinge. Darf in keinem Dinosaurierpark fehlen, meiner Meinung nach. Und ihr wisst Bescheid. Für die Brachiosauren, die ich jetzt freilassen werde, schreibt mir bitte auch wieder schöne Namensvorschläge in die Kommentare. 4 Stück sind es an der Zahl. Wir machen jetzt mal weiter. Ich würde sagen, wir lassen hier nochmal den zweiten frei. Der ist, glaube ich, die gleiche Färbung. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Und diesmal schauen wir uns das aus Besucherperspektive an. So können die Besucher das sehen. Ist auch mal sehr interessant, ne? Er wirkt so klein von hier oben. Ah, ist aber auch sehr, sehr schön. Und da fängt schon an zu regnen. So, das dürfte jetzt zweimal das Regenwaldmuster gewesen sein, wenn mich nicht alles täuscht. Und hier haben wir noch einmal das Sumpfmuster und das Steppenmuster. Fangen wir an mit dem Sumpfmuster bei Regen. Da guckt er in die Kamera. Hallo. Da hinten in dem Turm sieht man auch die Gäste. Im Hintergrund 2 Gallimimos. Ein Stegosaurus sogar auch. Nicht schlecht.
So, und der letzte. Einmal das Steppenmuster. Auch den lassen wir frei. Dauert hier einen kleinen Moment. Oh, jetzt habe ich hier leider die Animation abgebrochen. Egal, gucken wir uns das Ganze mal so an. Ah, der ist so ein bisschen rötlicher. Sein Kumpane geht schon direkt zum Futter, so wie es aussieht. Schlendert da so schnell er kann über den Hügel da vorne. So, und jetzt auch von dir den letzten Schrei, bitte. Da haben wir ihn. So, damit haben wir unsere vier neuen Dinosaurier für heute freigelassen. Wie gesagt, schreibt mir schöne Namensvorschläge bitte wieder in die Kommentare. Würde ich mich mega drüber freuen. Und mit diesem ganz tollen Anblick hier, mit diesen zahlreichen verschiedenen Pflanzenfresser und Fleischfresser sind gerade gar nicht zu sehen, verabschiede ich mich von euch. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein, euer Dandy.